Bitte schön. Dankeschön. Ein Geschenk von Hamza, welch eine Seltenheit. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video, bei dem ich ein Starbucks-Rezept nachmache, weil der Carrot Cake so gut bei euch ankam, haben sie mir direkt den nächsten Kuchen geholt. Ist ja so 3 Jahre her, ne? Oh ja, so ein paar Jährchen ist es her, aber wir nehmen wieder Fahrt auf und ich gucke jetzt mal, was Hamza mir mitgebracht hat und was ich heute nachmachen darf. Das ist der Chocolate Cake. Das ist dieser unfassbar schokoladige Kuchen, der immer in super schmale Stückchen geschnitten ist. Kann ich das einfach anheben? Ja, das sind schon immer so unfassbar schmale Stückchen, muss ich echt sagen. Aber, also unser Sansebastian ist breiter. Ich wollte gerade sagen, gerade, also wenn man den zu Hause selber macht, kann man den natürlich auch in breitere Stücke schneiden. Es kann aber auch sein, dass er so schokoladig und süß ist, dass einfach so ein schmales Stück dann total angebracht ist. Es besteht aus 2 saftigen Schokoböden und oben drüber ist auch nochmal Schokoboden quasi als Hügel draufgegeben. Ich finde das in der Optik mega hübsch, nebenbei bemerkt. Und Schokoladenganache. Da gehe ich jetzt mal an die Tür und dann machen wir gleich weiter. Das war ein Homerun. So, ich habe mir Gedanken gemacht und eigentlich total blöd, weil der Kuchen besteht ja aus 2 saftigen Schokoböden plus nochmal diese dicke Bodenschicht oben drüber, die einfach auch die Optik macht. Das ist ja dann quasi wie eine dritte Schicht. Also habe ich jetzt 2 Tortenringe plus noch einen dritten für diese Schokostückchen. Ist total blöd. Vor allem abgesehen davon weiß ich nicht, ob ihr jetzt wirklich 3 Tortenringe zu Hause habt. Das heißt, ihr backt viel, dann macht das natürlich Sinn. Dann erst kam ich auf die Idee, Moment, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Ich mache das Ganze in einem Backrahmen, also eckig, und steche dann die runden Böden aus und werde dann aus dem Rest, der ja dann entsteht, weil wir ja runde Böden hier ausstechen, daraus mache ich dann die, wie heißen sie noch? Ich schwöre, ich check gar nichts mehr. Echt? Ich bin auch zum Film jetzt hier. Hauptsache, kann ich gleich essen. Also ihr habt bestimmt verstanden, was ich meine, weil die Kikimunity, die backt ja auch bestimmt auch sehr gerne. Ja, aber der Backrahmen ist ja auch toll, ne? Der Backrahmen, also ich finde, mit der Klemmung. Jetzt mal wirklich Spaß beiseite, aber so ein Backrahmen macht eigentlich immer Sinn. Ich habe jetzt hier auch unten drunter mein gelochtes Blech, also dass es schön gerade ist und ich auch nicht so mal Stellen habe, die total durchgebacken und trocken sind und dann wiederum Stellen habe, die zu feucht sind. Und bei so einer geraden Unterlage habt ihr eben den Vorteil, dass alles gleichmäßig durchgebacken ist. Ich habe mir jetzt schon mal alle Zutaten für meinen saftigen Schokoboden zurechtgelegt und abgewogen. Und meine Hassaufgabe ist eigentlich immer, Kuvertüre zu hacken. Ich hasse das. Also das ist so ein Ding, das würde ich am liebsten immer abgeben. Oder ich sollte einfach Schokodrops benutzen in Zukunft. Aber sobald ihr das fein gehackt habt, könnt ihr das schon mal zusammen mit Butter, und es muss viel Butter sein, weil das wird ja ein saftiger Schokokuchen, kommt das zusammen mit Butter hier einmal in den Topf und da dann den Herd jetzt nicht auf volle Pulle schalten, weil sonst verbrennt euch die Butter und dann habt ihr einfach nur verbrannte Butter, dann müsst ihr alles nochmal neu machen, sondern auf niedriger Stufe alles zusammen schmelzen lassen und sobald es geschmolzen ist, nochmal 15 Minuten abkühlen lassen und dann können wir erst Eier mit dazugeben, weil sonst habt ihr Rührei und das möchten wir jetzt nicht im Kuchen. So, Zucker kommt jetzt zu den Eiern, da könnt ihr auch schon Vanilleextrakt dazugeben. Ich mag es einfach, das vorab zu verrühren, damit es sich einfach perfekt verbindet und die Eigelbe schon mal so ein bisschen homogener werden. Muss jetzt aber nicht so ordentlich sein, ne? Weil das kommt ja jetzt sowieso hier rein. Das ist jetzt schön abgekühlt. Also wenn ich fühle, ist es noch ganz, ganz, ganz leicht lauwarm. Das ist okay. Und jetzt einmal mit dem Schneebesen die ganze Zeit rühren und die Eierzuckermasse dazugeben. Und sobald sich das auch verbunden hat, kommen die restlichen Zutaten dazu. Das sind jetzt eigentlich nur noch, was haben wir hier noch schönes? Mehl, Backkakao und Backpulver. Erschreckt euch nicht, wenn ihr die Zutaten seht. Es ist sehr, sehr wenig Mehl, aber das bewirkt eben, dass der Teig so saftig wird. Daher traut euch ruhig. Und das Ganze gebe ich jetzt aber auch noch durch ein Sieb. Falls da irgendwie Klümpchen drin sind oder so, umgehe ich das dann einfach damit. Der Kuchen ist fertig gebacken und ich zeige euch jetzt mal was. Wir müssen nämlich die Stäbchenprobe machen und dann nehme ich immer einen Schaschlikspieß, also ihr braucht jetzt kein teures Tool dafür. Ich nehme sogar einen Schaschlikspieß, den ich immer wieder sauber mache und dann öfter mal verwende. So, und jetzt seht ihr, dass das, also es ist kein feuchter, klebriger Teig mehr dran und dann ist er wirklich perfekt durchgebacken. Zeig mal.
Siehst du es? Ob das wirklich so stimmt, ne? Sag mal, ja. Und das lassen wir jetzt zugedeckt, vollständig auskühlen. Und in der Zwischenzeit machen wir die Ganache. Für die Ganache habe ich hier Vollmilch und Zartbitterkuvertüre. Einmal rein damit. Dann habe ich hier auf dem Herd schon mal Sahne. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Ja, bitte. Das ist so satisfying, wie du das reingetan hast. Echt? Diese beiden Sorten. Schokolade ist immer satisfying. Da kommt jetzt einmal zur Sahne Glukosesirup. Keine Sorge, wenn ihr keinen Glukosesirup da habt, dann braucht ihr das auch nicht rein. Aber es macht die Ganache einfach nochmal von der Konsistenz her ein bisschen geschmeidiger. Ich schreibe euch übrigens alle ganz genauen Mengenangaben unten in die Infobox. In die Infobox. Boah, jetzt haben sie das Part. Salz habe ich auch noch, weil eine Prise Salz hebt nochmal den Geschmack. Süßen Geschmack, Kiki, süßen Geschmack. Den süßen Geschmack, genau. Ja. Und jetzt wird die Sahne einmal erwärmt. Ihr merkt das dann auch daran, dass so ganz kleine Bläschen entstehen. Nicht hochkochen, also sie sollte jetzt nicht blubbern, sondern wirklich einfach nur erwärmen. Und dann gießt ihr das auf die Schokolade, macht den Deckel drauf, wartet 5 Minuten, weil das dann schon mal so ein bisschen anschmelzen kann. Und anschließend wird das komplett einmal durchgerührt, damit so eine richtig schöne Schokomasse entsteht. Die muss dann halt allerdings auskühlen. Daher habt ihr dann so ein bisschen Entspannung und könnt in der Zwischenzeit die Küche aufräumen. Und euer Partner kann euch dabei helfen. Ich helfe dir immer beim Essen gerne. Die Ganache hatte ich jetzt bei mir im Tiefkühlfach. Ihr habt ja gerade gesehen, dass sie sehr flüssig war und je fester sie wird, umso cremiger wird sie auch. Also sie ist eigentlich von der Konsistenz her, ja, wie unsere Cream, würde ich fast schon sagen. Also wie ein Aufstrich. Und das könnt ihr nur, also die Konsistenz könnt ihr nur bekommen, wenn ihr es wirklich kühlt und nicht jetzt auf Zimmertemperatur stehen lasst. Ich persönlich habe ja, wie gesagt, Platz im Gefrierschrank gemacht, damit es schneller geht. Das hat jetzt ungefähr 45 Minuten gedauert. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das auch einfach in den Kühlschrank stellen und immer wieder zwischendurch umrühren. Und hier ist unser saftiger Schokoboden, den werden wir jetzt ausstechen. Dafür werde ich jetzt erstmal den Backrahmen entfernen, damit ich mir die Ränder jetzt nicht wegreiße. Einmal mit dem Backformlöser rangehen. Und dann stütze ich mir das einfach auf so eine eckige Tortenplatte. Dann könnt ihr dann, wie gesagt, einfach mit dem Tortenring oder mit irgendeinem runden Utensil, aber ein Tortenring eignet sich da schon echt am besten, einfach die Böden ausstechen. Die sind jetzt auch von der Höhe her, müssen wir mal gucken, ich sehe hier an der Skala, das sind so circa 2,5 cm oder fast 3. Ja, die Höhe ist perfekt. Sehr schön. Oh, ich liebe es, wenn der Plan aufgeht. So, dann einmal hier runternehmen. Am besten schiebt ihr das auch schon direkt vom Backpapier runter, dann habt ihr das lästige Backpapier nicht mehr da. Warte, ich nehme das mal so runter. Das kommt weg. So, und jetzt einmal vom Backpapier runterziehen. Dann geht ihr mit dem Cakeboard einfach ganz vorsichtig drunter, schiebt es einmal nach vorne. Zack, fertig. Ich steche jetzt einmal. Ihr könnt auch vorher markieren, dass ihr auch ganz sicher 2 runde Böden erhaltet. Ja, das kommt hin. Mein Tortenring habe ich auf 20 cm eingestellt. So, und einmal durchstechen. Auch. Und den Rest könnt ihr euch dann gleich zurechtschneiden für die dritte Schicht quasi. So, wenn es ans Stapeln geht, könnt ihr euch quasi aussuchen, nehmt jetzt einen Tortenring, dass das schön gerade ist, oder stapelt ihr das einfach so frei nach Schnauze. Ich zeige euch das jetzt einfach mal ohne Tortenring. Halt du die Schnauze! Keiner soll sich hier beleidigt fühlen, bitte. Also ich mache das jetzt echt so, damit ohne Tortenring, damit ihr sehen könnt, wie viel Creme da jetzt, also Ganache da jetzt ungefähr drauf kommt. Immer mal wieder rühren. Ich merke auch gerade, dass durch die Restkälte das immer fester wird. Und wenn ihr rührt, könnt ihr das umgehen und das wird schön, es bleibt schön geschmeidig. So, und bei Starbucks muss ich sagen, sind die Ganache-Schichten, die sind jetzt nicht gerade dünn. Oder, Hamza? Es geht, ne? Also so ein Mittelding, finde ich. Also ich glaube, jeder, der Schokolade liebt, wird auch diese Torte lieben. Das ist ja echt Schoko pur, ne? Also wie oft habe ich schon gefragt, kannst du bitte das Rezept nachmachen? Das ist echt oft. Bis du dann einfach da hingegangen bist, ein Stück gekauft hast und gesagt, so, wir beide drehen jetzt ein YouTube-Video. Ich wollte noch letztes Mal noch in Kaufland so eine Koppenrad- und Wiese-Torte kaufen. So eine, ey, ist aber auch kennt diese Marzipan-Torte, die jeder zum Geburtstag bekommen hat in den letzten Jahren? Ja. Die einfach nachmachen. Ey, voll die gute Idee, Hamza. Ja, mach ich nichts mehr. Seid ihr dafür? Dann musst du die aber einmal kaufen. Ja, dann kaufe ich die. Dann muss ich die einmal auseinandernehmen und spitzeln, also was da so reingemacht wird. Ich klaue ein bisschen Geld von dir, ne? Aus dem Portemonnaie, dann kaufe ich das. Ja, sicher. Man geht auf meinen Nacken. So, ich denke, so ist echt okay. Oder? Ein bisschen mehr? Soll im Anschnitt ja auch schon? Bisschen mehr. Ne? Das minimal. Soll im Anschnitt ja auch identisch aussehen.
So. Und da kommt jetzt einfach der nächste Boden oben drauf, dann nochmal die gleiche Menge an Ganache und dann bröseln wir diese Kuchenstücke noch ja zu, ja, nicht bröseln, sondern wir schneiden sie zu großen Rauten oder Vierecke, was auch immer. Und dann ist das auch schon fast fertig, das Rezept. Meine Torte war jetzt noch 10 Minuten lang im Tiefkühler. Wenn ihr keinen Platz im Tiefkühler habt, dann bitte nochmal für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Ich habe die Ganache über dem Wasserbad ganz kurz erwärmt. Das dauert nur wenige Sekunden und dann ist sie wieder so dickflüssig. Und das wird jetzt einmal komplett auf die Torte gegossen. Ich habe außen herum überall noch Backpapierschutz gemacht, mit der Hoffnung, dass ich die Küche nicht so einsaue. Und jetzt kommt der Satisfying-Moment. Oh, oh Gott. Oh, das ist echt... Das ist wie aus der Werbung. Also, das ist verboten. Verboten lecker sieht das aus. Sieht heftig aus, ne? Jetzt würde ich aber instinktiv so ein paar Mal klopfen, weil ich will ja, dass man die Kuchenstücke oben auch erkennt. Und das erinnert mich ein bisschen an den San Sebastian Cheesecake. Ja, ne? Also ein bisschen ja, Aggression raus. Ne? Mit Gewalt machen, ne? Genau. Und man merkt auch, wenn man klopft, guck mal, dann sieht man diese schönen Brocken. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr sie wirklich vollständig seht und dann den Rand einfach nur noch glatt streichen. Dann müsste sie gekühlt werden und dann ist auch schon fertig. Alles gut. Es ist in Ordnung. Ich weiß, ich habe in der letzten Sequenz den Ton verkackt, also ist meine Schuld. Aber ich werde trotzdem belohnt. Ein altes Ritual besagt, immer wenn der Ton scheiße ist oder nicht gelungen ist oder irgendwas schiefgelaufen ist, dann geht das Video immer ganz, ganz steil. Ganz steil. So, dann wollen wir mal probieren. In jede Schicht einmal, Hamza, ne? Wieso isst du einfach vor mir? Boah, das hätte ich einmal in Nahaufnahme zeigen müssen. Man gleitet so gut durch mit der Gabel. Ich kann es ja zeigen. Zack, zack. Mm. Boah. Mhm. Der schmeckt ultra schokoladig. Also ich sag mal so, ich bin voll der Schoko-Fan und daher liebe ich diesen Kuchen. Du hast ihn auf jeden Fall 1:1 getroffen. Ja. Aber bei dir schmeckt er frischer. Der schmeckt wirklich frisch und der ist wirklich extrem soft. Weil er soft, extrem. Ja. Extrem. Weil er so soft ist, ist er so frisch. Also ja. Schmeckt er so frisch. Und das ist so eine Mischung aus herb und süß. Also es ist nicht nur, ihr beißt nicht nur auf Zucker, 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 sondern dadurch, dass wir Zartbitterschokolade haben, ist es auch noch so herb. Also richtig angenehm, richtig schokoladig einfach. Und bei dir heftig. Ist auf jeden Fall natürlich leckerer, selbstgemacht ist immer leckerer, das ist normal. Da müssen wir auch Starbucks jetzt nicht schlecht reden. Ach, das ist ja ganz normal. Aber der schmeckt an sich ja auch gut, der von Starbucks. Aber ja. Selbstgemacht ist, wie gesagt, immer am besten und am leckersten. Ja, schmeckt einfach frischer. Mega frisch. Und mega schokoladig. Ich finde also den heftig. Für alle Schokoholics, die müssen das nachmachen. Unbedingt, unbedingt. Wie ist es so preislich jetzt so bei den Zutaten? Boah, ganz ehrlich, habe ich nicht ausgerechnet, aber wenn irgendjemand Lust hat. Interessant. Aber ihr müsst also aus dem Kuchen dann irgendwie so 24 Stückchen oder so rechnen, weil die ja dann auch so schmal geschnitten werden müssen. Ne? Das ist eine Doppelportion. Das ist eine doppelte, dreifache Portion. Mhm. Aber es schmeckt echt heftig. Also wirklich. Ich weiß nicht, ob es einer der oder sogar der leckerste Schokokuchen ist, den ich überhaupt je gemacht habe ja, auf meinem Kanal. Der also ist wirklich der ist mega unnormal krass. Lecker, ja. Hammermäßig. Sehr lecker. Also Leute, nachmachen, abonnieren, liken. Liken mal das Video auch, wenn ihr es wirklich liken. Oh ja, liken, das wäre echt schön. Nicht dieses, ich gucke jetzt einfach weiter und gucke das nächste Video. Nein, like das Video jetzt. Dauert nur eine Sekunde und es hilft unserem Kanal echt sehr weiter. Und damit wir weiterhin, also sie weiterhin Rezepte macht und ich das Ganze filme. Genau. Und dann ja, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Also Tschüss. Kiki. Ciao.